Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Spyro 3 Year of the Dragon, die Reignited Trilogy Version. Wir haben noch zwei Level vor uns. Das ist zum einen... Nee, Quatsch, wir haben sogar noch mehr, oder? Ich wollte gerade sagen, hier gibt es doch noch die Querfeld-Einstrecke. Dam, dam, dam. Oh, so einer. Wir machen aber erst die Spuken und Sümpfe, dann machen wir die Bambusterrasse und dann erst die Rennstrecke. Das Schlimmste zum Schluss. Huhu. Das Kroko war fies. Ich hab schon aufgegeben. Der Retter warst du. Oh Gott. Hier gibt's auch noch einen Fähigkeitspunkt, in dem hier alle Piranha-Schilder, glaube ich, kaputt macht. Wir gucken mal. Villa Sonne haben wir das mit dem Streckenrekord nicht gemacht. Zaubertürme haben wir das auch nicht mit dem Streckenrekord gemacht. Und, ja. Finde das Power-Up von Agent 9. Kiste mit der Klippe Achso, ja. Von der Klippe stoßen. Ja, das weiß ich. Ja. Alle Piranha-Schilder sind hier dran. Rügen wir hin. Wieso war das hier nochmal? Ich weiß es gar nicht. Muss man aber aufpassen vor Piranha. Und wir müssen alle Kerzen anzünden. Hier gab es, glaube ich, mehr. Noch hier gab es mehr Gegner, also mehr Arten von Gegnern. Hier haben wir zum einen Moskitos, dann haben wir noch so Leute, ne, die uns ganz normal schlagen wollen. Und hier diese komischen, die irgendwas schießen. Aber das ging hier, also das Level ging eigentlich einigermaßen gut, abgesehen von dem Bonuslevel von Sheila. Das war mega kacke. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ihr werdet's noch sehen. Darum machen wir das Sheila-Level als letztes, weil ich da zwei bei dem Sheila-Level zwei. Ah ja, krieg, machen wir das nämlich als letztes. Und machen das alles andere. Zünden wir mal die Lichter an. Und hol uns hier Dings. Michael! Aha. Michael. Ah. Da wäre noch. Den hätte ich nachher gesucht. Hättest du denn mal gedacht, ne? Mein Freund. Hast du geglaubt, du kriegst mich? Aber hast du doch nicht. Huch, wo kamst du denn her? Wo kam der denn jetzt her auf einmal? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Er war bestimmt auf der Brücke oder so und ich war zu nah an der Brücke dran. So, um den da hinten kümmern wir uns später. Seppt mich mal. Dankeschön. Ach, ich dachte, hier könnte man noch so runter, aber nein. Es gab halt eine Leuchte, da konnte man von einem Ort zum anderen springen.
Danke. Das war, glaube ich, aber die nächste Lampe. Ach, du schon wieder. Hi. Die Tür ist versperrt. Kann nur geöffnet werden durch Edelsteinkraft. Sicher, aber halt den Mund. Nein, deine Heiku stinken. Eine gute Wahl. Ich habe mehr Edelsteine und du mehr Eier. Ich wünsche dir viel Glück. Von den Regeln des Haiku bin ich jetzt befreit. Nichts ungut, aber deine Haiku stinken wirklich. Das meine ich hier. Die sind ein bisschen... Ah, die Welten sind echt schön geworden. Aber vielleicht bilde ich mir das Sheila-Level auch nur so hart ein. Und dabei ist das gar nicht so schlimm. Sagte sie und fing dann gleich an zu fluchen. Da bin ich hergekommen. Da ist das Shiva-Level. Wir hatten auch jetzt unseren letzten. Geheimes Wissen. Wenn alle Lampen leuchten, verrate ich es dir. Okay. Ich wollte aber eigentlich... Mutiger Drache, so viel tapferer als ich. Ihr, nimm jetzt das Ei. Wieso müssen die in Haiku sprechen? Thelonious. Sehr nice. Okay. Geheimes Wissen. Da geht's weiter. Ne, da geht's einfach nur eine Bonuswelt. Aber wir werden vorher das hier machen. Eins, so. Ich hatte halt das Gefühl, dass sie beim letzten Mal, beziehungsweise im Original, eher so einen französischen Touch hatten. Was ich jetzt allerliebst fand. Aber der französische Touch ist weg. Was nun? Das ist soweit. Nee, wir müssen nochmal zurück. Das war andere falsche Seite. Der war irgendwo hier. Da hinten ist der Schatz. Wir müssen den Weg zurück. Ohne gefressen zu werden. Okay. Dankeschön. Bei Sheila gab es dann halt noch Edelsteine. Also wenn wir jetzt sofort nichts, also die zwei noch geholt haben, können wir mal gucken, was Bark sagt. Und wenn er halt auf die Bonuswelten zeigt, dann sind wir hier auf jeden Fall durch. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, wo es lang geht. Weil das hier mit der Oberwelt kriegt man eigentlich immer relativ fix hin. Nur die Bonuswelten halten einen extrem auf. Aha, so. Und jetzt damit zum anderen Ei. Frank! Oh yeah. Wir kommen eigentlich fix durch, das ist krass. Damit müssten wir alle Eier hier oben haben, ne? Zwillingsexkorte gibt zwei und der letzte, okay. Den haben wir aber alles. Zwillingsexkorte ist halt das mit Sheila. Was man einfach nicht machen will. Und da gab es noch ein Leben für mich. Licht erfüllt das Aus. Was verbirgt sich nun hier drin? Ich sage es dir. Das Aus wird bewohnt von einem Zauberkundler. Nun ist er erwacht. Wer das Aus erhält, den schwört er zu vernichten. Lieber dich als mich. Wasch den Krokodilen aus, okay. Verdammt. Ich muss besser zielen. Schmeiß noch eine! Hm.
Müssen wir beim nächsten Mal ein bisschen besser zielen. Ja, das war jetzt nicht so praktisch. Bäm! Direkt in das Schniss. Also was heißt denn hier ausweichen? Die kommen ja direkt auf mich zu, da brauche ich ja nur einen Flammstoß machen. Der ist schon einfach. Der ist schon richtig übelst einfach. Früher habe ich mich immer so schwer getan mit dem, weil mich das mit den Krokodilen so extrem gestresst hat. Aber ganz ehrlich, wenn man einfach so ein bisschen einfach stehen bleibt, die kommen ja auf einen zu. Ne? Und dann einfach nur Flammenstoß und dann hat sich das. Wenn die nah genug stehen, werden sie alle getroffen. Spyro, jetzt ist nicht die Zeit, um eine Katze zu machen. Herbie! Ah! Ein Kunststück kann er auch. Hm, der Loot ist weg. Okay. So, jetzt. Was? Okay, er zeigt mir nur noch das Level an. Oh. Welch süßer Sumpfduft. Blütenwolken der Bäume. Zeit für Prügelei. Ja. Das hier war nämlich auch richtig tricky, weil die Bomben sind ihr. Der Eierkäfig muss weg. Nur sprengen reicht nicht. Känguru, hilf uns. Räum uns bitte den Weg frei. Hilft Sheila uns auch? Ja. Jetzt ist Bombenzeit. Ich komme, kleine Eier, um euch zu befreien. Die haben halt den schlimmsten Weg einfach. Ich glaube, der geht hier auch direkt den geraden Weg. Nur sein Bruder war halt so ein Depp vom Dienst. Und lief den schlimmsten Weg. Nein! Autsch, schon wieder. Jetzt ist ja. Steine kommen nicht wieder? Nur die Pilze? Ja, das ist. Sheila lässt sich halt so beknackt steuern. Ja, ja, ja. Es sind anscheinend nur die Pilze. Das meine ich. Sheila lässt sich so ein bisschen kacke steuern. Ja, ich mach das schon. Komm. Regt mich nicht auf. Sheila bleibt halt an dem Gehäuse halt so stecken. Was mich unglaublich aufregt. Ich glaube, ich muss den machen, ne?
Ja. Da war was. Okay. Oh, das dauert zu lange. Da kommt er nicht drüber. Oder? Ich dachte halt, der geht halt noch den einen Weg. Okay, dann nehmen. Ja, ja, jetzt ist die Bombe Zeit. Das meine ich. Die hat irgendwie so ganz komisch. Ich muss halt den Stampf machen. Aber sie springt halt so ganz komisch. Oh nein, das dauert zu lange. Problem ist noch nicht mal der hier. Der Typ ist ja noch relativ harmlos. Der Bruder von dem ist wesentlich schlimmer. Gott sei Dank. Geschafft. Peggy! Ah. Ah. Noch ein Eikäfisch. Hilfst du nun meinem Bruder bei dem letzten Ei? Gleich. Wir helfen ihm gleich. Wir holen uns erstmal sämtliche Edelsteine, weil die lenken mich doch ein bisschen ab. War das nicht hier, das hier auch noch? Hier muss man sich wirklich richtig genau umschauen, weil hier viele versteckte Räumlichkeiten sind, die man so schnell auf den ersten Blick gar nicht sieht. Da oben könnte was sein. Auch nicht. Aber hier gibt es Räumlichkeiten, ich schwör's. Da könnte was sein. Ich hab's doch. Oder gab's sie nur hier? Hier gab's, glaube ich, ne? Das sieht doch verdächtig aus. Okay, hier gibt es auf jeden Fall nichts mehr. Hätte ja sein können. So, da weiß ich, da müsste eigentlich auch noch eine sein. Eine Hülle.
Ich sehe nichts. Ich hätte schwören können, dass denn hier so... Ah, da ist noch eine. Da ist doch noch was. Hätten wir beinahe übersehen? Ich sehe immer noch nichts. Okay. Wenn du den Weg räumst, spring ich den Eierkäfig, arme Eierchen. Jetzt ist Bombenzeit. Ich muss erst mal gucken, in welchem Weg der läuft. Der läuft so richtig komisch. Nee, den nicht. Ich glaube, den läufst du, ne? Nee, auch nicht. Okay, das ist eigentlich der zweite. Dann läuft er, glaube ich, einen kompletten Weg. Nur weil ich es kann. Dann dreht er nämlich eine Runde. Okay, den. Der hat den, glaube ich, gar nicht passiert. Der läuft halt nur wie so ein Besoffener. Ich will kurz gucken, ob ich den hier überhaupt machen muss. So, dem passiert ja gar nicht. So. Sheila, jetzt spring nochmal. So, dann läufst du nämlich den. Denn den? Und welchen suchst du dir jetzt von den beiden aus? Ah, den, okay. Der hat halt nur drei, läuft halt nur wie so ein Besoffener. Darum war es immer so anstrengend. Dann können wir nämlich gleich zu denen nach hinten und warten, bis er kommt. Dann nimmt er den ja in die Mitte. Und dann muss das hier nämlich relativ flott gehen. So, dich boxe ich schon mal. Glück gehabt. Bam. Michele. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung von Haikus. 100% des Levels komplett. Woo! Ging schneller, als ich dachte. Mir kam es wirklich im Original wesentlich schwerer vor, weil er wirklich gelaufen ist wie so ein Besoffener. Aber hier ging es ja. Da fand ich ja den ersten Bruder schwieriger. Wir gehen den offiziellen Weg, weil wir das Level schon fertig haben. Wenn ich das offizielle Levelende finde, hier. Haben wir das nämlich auch geschafft. Puh. 100% des Levels abgeschlossen. Das heißt, wir machen nach dem Part machen wir die spukenden, Quatsch, die Bambusterrasse. Und gegebenenfalls schon mal ein Teil von dem Rennen hier.
Weil das sind ja drei Sachen, die wir machen müssen, ne? Die Aufgabe, also erstmal das Rennen, das Zeitrennen, dann das Rennen gegen was auch immer da fliegt und dann die versteckte Aufgabe vom Jäger. Und bei der Bambusterrasse weiß ich zum Beispiel, dass wir da nicht alles holen können. Ne, wer die anderen Let's Plays ja schon gesehen hat, der weiß, da brauchen wir unseren dritten Freund, den wir erst noch freikaufen müssen. Aber sonst haben wir doch gut schon mal gemacht. Die Zwillingskorte. Trickskater Level. Und dann ist in jeder Welt noch so ein blödes Level. Ey, boah, das könnte fies werden. Gut, ich sage auf jeden Fall aber Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn er ein bisschen kürzer ist. Aber das ist nicht so tragisch. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.